Nächster Redner, Johann Saathoff für die SPD. Ja, als Gebürtiger aus Friese hier in der zweiten, dritten Lesung zur Namensrechtnovelle reden zu dürfen, das ist wirklich eine große Freude. Und ich gebe zu, dass ich nicht die gesamte Bandbreite des Gesetzes wiedergebe, sondern das, was mir besonders wichtig ist, nämlich die Regelungen, die die friesischen Volksgruppen dann letzten Endes auch betreffen. Gern setze ich mich nämlich gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien im Parlamentskreis Plattdeutsch, aber auch in zahlreichen anderen Organisationen außerhalb des Bundestags für die friesischen Belange ein. Und ich möchte hier vor allen Dingen die in Aurich ansässige ostfriesische Landschaft hervorheben, aber auch das Niederdeutsch-Sekretariat, den Minderheitenrat, das Institut für Niederdeutsche Sprache und zudem nicht unerwähnt lassen, dass sich auch das Bundesministerium des Innern und für Heimat sehr für nationale Minderheiten einsetzt, unter anderem durch die Förderung des Bundesrats für Niederdeutsch. Ostfriesen und Friesen sind Volksgruppen, die in Deutschland wichtig sind. Die Friesen insgesamt bestehen aus Nordfriesen, Ostfriesen, Saterfriesen. Es soll zwar nur rund 60.000 Friesen in Deutschland geben, aber, meine Damen und Herren, fühlen sich heute eingeladen. Friese ist, wer sich als Friese fühlt. Und dafür sorgt in Deutschland die Bekenntnisfreiheit der Minderheiten. Mit der Namensrechtsnovelle werden wir ein Stück friesische Tradition wiederbeleben. Die Namensgebung nach dem Vornamen des Vaters wird möglich sein. Traditionell gibt es bei den Friesen eigentlich keine Familiennamen, sondern die Kinder erhielten neben dem eigentlichen Vornamen den Rufnamen des Vaters als Beinamen. Sogenannte patronyme Namensgebung auf Schlau. Die Beinamen werden aus dem Vornamen des Vaters gebildet, indem eine Genitivänderung angefügt wird. Typisch friesische Genitivänderungen sind EN, wie bei Klasen, Inga, wie bei Poppinger oder Ena, wie bei Zirksena. Diese Tradition der Friesen wurde aber im 19. Jahrhundert abgeschafft. Mit kaiserlichem Dekret vom 18. August 1811, ein schwarzer Tag für alle Ostfriesen, dem sogenannten Code Napoleon, wurde angeordnet, alle Bürger Ostfrieslands sollten feste Familiennamen führen. Napoleon ging es dabei weniger um die Strukturierung Ostfrieslands und um die Familiennamen. Es ging um die gezielte Rekrutierung von Soldaten. Es gab halt unüberschaubar viele Jan Jansens in Ostfriesland damals und Rekrutierung war schwierig. Wie Ostfriesen so sind, ließen sich ihren Willen aber nicht aufbürden und haben sich erstmal nicht drum gekümmert. Einige Jahre später versuchte auch König Georg IV. Von Hannover, den Ostfriesen den aufrechten Gang beizubringen. Auch er hatte nur wenig Erfolg dabei. Erst mit dem Kaiserreich kamen auch die Friesen nicht mehr um die Nachnamen herum. Als 1874 die Standesämter eingeführt wurden, mussten auch die Friesen feste Vornamen tragen. Und das ist bis heute so und bald nicht mehr. Ich möchte die Rechtsänderung an einem Beispiel erläutern. Stellen Sie sich das Ehepaar Klaas und Wiebke Müller vor. Wiebke hat nun einen Sohn zur Welt gebracht und möchte ihn beim Standesamt der nordwestlichsten Gemeinde Deutschland, der mit dem kleinen rot-gelben Leuchtturm, möchte ihn also beim Standesamt der Gemeinde Krummhörn anmelden. Denn wie sagt man so schön in Ostfriesland? Kind mit Namen hemmen. Während sich die beiden beim Vornamen aus einer Riesenmenge bedienen können, für mich manchmal schon auch ein bisschen mehr als genug. Aber haben Sie beim Vornamen schon auch ein bisschen Schwierigkeiten dann? Ich nehme jetzt mal den schönen Vornamen Focko. Beim Familiennamen sind Sie aber ziemlich eingeschränkt. Der Junge heißt also jetzt Focko Müller. Wir werden es mit dieser Novelle ermöglichen, dass Focko wieder einen Familiennamen nach traditioneller Form bekommen kann. Er heißt also künftig Focko Klasen. Mit dieser Novelle gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wir lassen auch Matronyme zu, also Familiennamen, die aus dem Vornamen der Mutter abgeleitet werden. Focko könnte also mit Nachnamen auch Wiebkes heißen, Focko Wiebkes. Mit dem heutigen Beschluss werden wir die jahrhundertealte friesische Tradition wieder ermöglichen. Was für uns nur ein kleiner Passus in einem Artikelgesetz und dann im bürgerlichen Gesetzbuch ist, bedeutet für viele Menschen die Möglichkeit der Rückkehr zu ihren Wurzeln. Friesische Kinder und auch Erwachsene werden sich übrigens einmalig umbenennen können. Und damit das Standesamt in der Gemeinde Krummhörn sich auch noch vorbereiten kann, wird dieses Gesetz erst zum 01.01.2025 in Kraft treten. Dies ist ein gutes Gesetz für ein modernes, aber auch für ein traditionsbewusstes Deutschland und für Ostfriesland. Und besten Dank an Aal, die das möglich gemacht haben und die dafür sorgt haben, dass wir diese Novelle nun kriegen. Besten Dank. Tja, das ist man auch regional hier betrachtet interessant, was Johann Saathoff da hier zu beigetragen hat. Und Wolfgang Kubicki als Norddeutschen hat es auch gut gefallen.